Ja, yes. Nein, ab. Fuck. Ja, ja. Also, das ist... Jawohl. Das wird ein Wert in 2 Jahren. Yes. Geht nicht. Danke. Was habe ich gedacht, wenn man einen 80er fängt, dann hier. Geil, Alter. Ja, servus Leute, Tag 2 der Scherentour 2021 bei Bullseye Fishing und Smallland Sportfiske. Wir sind in einem wunderschönen Hechtgebiet. Wir haben gestern schon geangelt und auch ein paar Fische gefangen. Es war nicht ganz so die Frequenz, die wir uns vorgestellt haben. Es lag ein bisschen am Wetter. Wir sehen jetzt, wenn wir aufs Wasser gucken, ist es nicht eine einzige Welle. Ententeich, nicht die besten Hechtbedingungen, aber wir machen das Beste draus. Ich habe heute den Benny mit auf dem Boot. Ich habe mir eine schöne Ecke ausgesucht. Wir driften jetzt an einer Kante entlang und dann hoffe ich, dass wir jetzt schnell schon mal uns entschneidern. Absolut. Und dass wir einfach einen geilen Tag verbringen, oder? Auf jeden Fall. Also dann. Na dann. Viel Spaß. Packen wir es an. Am ersten Spot versuchen wir erstmal viel Fläche abzufischen. Deshalb habe ich erstmal einen Gummifisch montiert, einen Pickshed Junior Shallow Rigged. Und den angle ich jetzt hier mit der Dentist Cast in der 2,55er Version. Man könnte tendenziell auch leichter fischen, allerdings haben die Hechte hier richtig, richtig Power. Durch den Salzgehalt werden die einfach extrem stark im Drill und deshalb habe ich lieber eine stärkere Route an Bord. Und die Dentist Cast ist da auf jeden Fall mein Go-To-Tool. Mach langsam, Route runter, nicht dass wir uns stramm halten. Jo! Geil. Das ist der erste. Petri. Danke. Klein, aber fein. Ja, siehe. Gerade noch gesagt, hier müssen sie drin stehen. Ja, gerade noch über das Kraut gesprochen. Hatten wir gestern auch an einem kleinen Spot wirklich irgendwie 3 oder 4, bis er dann direkt. So, sehr schön. Weiter vorhalten. Ja, super. Au revoir. Top. Geil, erster Fisch, ist doch supi. Petri. Petri, danke. Gibt's doch gar nicht. Ja, nice. Yes. Nein, ab. Fuck. Gott. Scheiße. Oh, den habe ich aber richtig geärgert, ey. Der hat bestimmt 3-mal gewesen. Der darf es ja auch machen. Was ist denn hier los? Und zwar habe ich auf dem Jerkbait montiert. Einen kleinen Buster-Jerk in der flachlaufenden Variante. Und auch direkt auf den zweiten Wurf einen Fisch drauf gehabt, leider im Drill ausgestiegen. Jetzt haben wir gerade ein kurzes Päuschen gemacht, noch einen Müsli-Riegel gegessen und jetzt driften wir weiter. Gerade auch wieder auf den ersten Wurf an der neuen Stelle einen Nachläufer gehabt. Jetzt zeige ich dem nochmal einen anderen Jerk, vielleicht beißt er nochmal.
heutzutage ist das ja so, dass man die modernen Jerks eigentlich nur noch einleiern muss. Und die sowieso schon einen super Lauf haben. Ich mag es trotzdem auch, gerade beim Buster Jerk immer noch so leichte Twitches zu geben und in der Shallow-Variante den dann schön stehen lassen. Gerade in der Ruhepause kommen dann die Bisse knallhart rein. Und das Schöne ist, man sieht die Bisse halt hier auch. Ne? Man sieht die ganze Zeit den Jerkbait im Wasser durchblitzen und von der Seite kommt dann irgendwann der Hecht und die weiße Flanke flankt auf. Macht mega, mega Laune. Wenn ihr auch mal Bock habt, auf Sicht ein paar Hechte zu angeln, hier in Schweden, dann meldet euch bei Småland Sportfiske. Die organisieren euch eine Hütte, ein Boot und alles weitere, was ihr hier für einen geilen Angelurlaub braucht. Zum Jerken nehme ich immer natürlicherweise die Pela Jerk. 198 cm lang, 20 bis 85 Gramm Wurfgewicht, wobei man auch einen klassischen Buster Jerk mit 90 Gramm auch noch sehr, sehr einfach mit der Pela Jerk, und da war der Biss, angeln kann. Und da ist er nochmal. Scheiße. Ja. Reden und Angeln funktioniert immer richtig gut bei mir. Also, wo waren wir stehen geblieben? Die Pela Jerk. Auf jeden Fall mein Tool zum Jerken, definitiv. Wer es auch gerne mal beim pelagischen Angeln versucht, der kann sich die Pela Jerk auch zulegen. Dafür ist sie definitiv auch geeignet. So, das war der letzte Wurf an diesem Spot. Die Bucht sah verdammt gut aus. Also, das reinste Echtparadies. Anders kann man es nicht beschreiben. Allerdings seit einer halben Stunde keine Kontakte mehr. Wir wechseln jetzt nochmal den Spot. Wir fahren ein bisschen über die Ostsee, deshalb ziehen wir besser unsere Jacken an, Benni. Ne? Und dann schauen wir mal, was da in diesem Spot geht. Ich war letztes Jahr schon da. Da sind auch richtig, richtig gute Ecken. Ich glaube, da holen wir uns noch einen. Bin dabei. Top. Wir sind jetzt am neuen Spot angekommen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir hier das Hechtwohnzimmer gefunden haben. So habe ich es letztes Jahr genannt. Wir haben hier eine schöne Schilfkante, ein paar ruhige Buchten, wunderschöne Häuschen. Wir hätten auch gerne eins davon. Aber jetzt fangen wir erstmal ein paar Hechte. Also, wenn wir einen 80er fangen, dann hier. Guter Fisch. Okay, ich hab's. Vor den Drilling im Knie, aber dafür ist es. Oh, Scheiße. Alles gut. Was habe ich gedacht? Wenn wir einen 80er fangen, dann hier. Geil, Alter. Mega. Geil, Mann. Oh. So, jetzt brauchen wir eine Zange. Danke. Danke. Geankert, ja, oder? Ja. Ja, Köder ist schon frei, das ist sehr gut. Wow! Das wäre der Quick Release fast gewesen. Richtig schöner Fisch. So, dann legen wir den Burschen mal auf die Scale. Ja, 82. 82,
größter Hecht bis jetzt auf der Scherentour, der darf jetzt zurück. Und weg ist. Es läuft, es läuft. Benni, jetzt du. Ja, ja. Runter, runter die Route. Noch so ein Löffel. Schöner Fisch. Jetzt könnte die Bremse auf. Nicht ganz weit, aber so. Also. Jawohl! Das wird ein Wertungsmisch sein. Mein erster yes. Petri, danke. Oh, da hat er mich noch nass gemacht. Ist die Zange noch irgendwo? Die Zange ist hier. Ah, Scale ist noch nass, der letzte Fisch ist gerade mal 2 Minuten her. Alter, die sind hier aber auch agil. So, nachdem Dominik gerade schon seinen geilen Fisch hatte, durfte ich jetzt auch ran. Keine 5 Minuten später. Wunderschöner Hecht. Richtig agil, richtig guter Kämpfer. Mal schauen, wie viel der hat. Auf den Punkt 70. Jawohl, mein erster Wertungsfisch. Petri. Danke. Nächster Wertungsfisch oder was? Komm. Jetzt hochziehen. Da ist er. Das ist der nächste Wertungsfisch. Yes! Geil! Was haben wir denn hier eigentlich für ein Hechtwohnzimmer gefunden, Frei? Hast du die Zange? Ja, die Zange ist hier bei mir. Der Zähne, ey, wie ein Schäferhund. Ja, knapp. Mega. Ganz knapp. 68. Ja, mega. Fisch Nummer 2 für mich hier. 15 Minuten am Spot. Dominik hat das Hechtwohnzimmer gefunden. Geil. Ich freue mich riesig. Petri. Vielen Dank, mein Lieber. Fliegt mein Frosch. Jetzt sind wir gerade in der letzten Bucht angekommen und der Benni und ich haben was gesehen, das haben wir vorher noch nie gesehen. Ist einfach ein kompletter Hecht aus dem Wasser gesprungen, in voller Pracht, stand 30 cm über der Wasseroberfläche. Also geiler Anblick. Deshalb habe ich jetzt nochmal für die letzten Würfe ein Topwaterbait dran gemacht. Angel jetzt hier mit dem Frosch an der Oberfläche. Und ich habe tatsächlich gerade auch noch ein Biss da drauf bekommen. Mega geil. Hing natürlich nicht wie so häufig beim Topwatern.
das war jetzt auch wirklich der letzte Wurf. Ich hoffe, es hat euch richtig Spaß gemacht, uns zuzuschauen. Wir hatten einen mega geilen Angeltag, oder Benni? Absolut. Ich konnte 4 Fische fangen, du glaube ich auch 4. Ja, 2 waren es. Aber okay. An Fehlbissen bis ins Unermessliche auf jeden Fall. Die haben heute echt spitz gebissen, ne? Also es war verhalten, sag ich mal. Aber ja, es hat trotzdem Laune gemacht. Wir hatten geiles Wetter, wir hatten Spaß. Wir haben alles gegeben. Genau. Top. Na dann. Wir sind auf jeden Fall noch ein paar weitere Tage in Schweden. Wenn ihr mehr sehen wollt und nichts verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal, liked das Video und kommentiert es, aktiviert die Glocke und ihr verpasst kein weiteres Video mehr von Bullseye in Schweden.